Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zum Kachelmann-Wetter. Wir beschäftigen uns natürlich mit dem letzten offiziellen Sommerwochenende dieses Jahres und werden dann auch mal einen Blick in die nächste Woche werfen und schauen, ob uns der Hochdruckeinfluss erhalten bleibt oder ob sich die Wetterlage vielleicht dann mal umstellt. Apropos Wetterlage, schauen wir mal auf die Situation am Wochenende. Hochdruckgebiete bestimmen weiterhin unser Wetter. Eine ausgeprägte Hochdruckzone reicht am Wochenende noch vom Nordatlantik über die Nordsee bis nach Osteuropa. Und damit hält der Zustrom mit östlicher Strömung und der Zustrom trockener Luft an. Tiefdruckeinfluss dagegen über Frankreich, über der Biscaya. Und diese Tiefs versuchen immer mal wieder diese feuchtwärmere Luft in den Südwesten des Landes zu schieben, kommen aber zunächst mal gegen diese Hochdruckzone nicht an, sodass, das kann ich vorwegnehmen, auch das Wochenende wieder zumeist trocken verlaufen wird. Nun, gucken wir uns mal die einzelnen Tage an. Beginnen wir mit dem heutigen Freitag. Da ist es so, der Tag startet im Süden von Bayern und Baden-Württemberg durchaus mit einigen zum Teil dichteren Hochnebelfeldern. Da beginnt es zum Teil erstmal mit grauem Himmel. Aber im Laufe des Vormittags wird sich der Hochnebel dann mehr und mehr lichten. Dann setzt sich hier die Sonne durch. Und auch im Norden des Landes in Richtung Schleswig-Holstein anfangs vielleicht noch mal ein paar Nebelfelder. Aber die September-Sonne hat noch so viel Kraft, dass sich die Nebelfelder dann relativ schnell auflesen werden. Und dann scheint wieder überall die Sonne bei einem fast wolkenlosen Himmel oder nur leicht bewölkten Himmel. Und es bleibt natürlich auch überall trocken. Tja, und die Temperaturunterschiede sind weiterhin recht groß. 17 bis 19 Grad zum Beispiel im Norden des Landes. Im Südwesten ist es weiterhin spätsommerlich mit 25 bis 27 Grad. Gucken wir uns dann das Wochenende an. Und da sehen wir ganz klar, es dominiert weiterhin die Sonne. Wir sehen das an den Wettersymbolen und es bleibt, wie gesagt, fast überall trocken. Am Samstag kommen dann vielleicht mal im Norden des Landes ein paar Schleierwolken dazu. Da kann es mal sein, dass die Sonne mal vorübergehend etwas verdeckt ist oder nur etwas milchiger durch die Wolkendecke durchkommt. Aber ansonsten ist es weiterhin sonnig oder heiter. Später, wahrscheinlich nach Sonnenuntergang, kommen dann im Südwesten, so Richtung Saarland und Oberrhein, mal ein paar Wolkenfelder auf. Aber auch hier bleibt es trocken. Die Temperaturunterschiede bleiben bestehen. Es wird sogar noch mal in der Landesmitte ein bisschen wärmer als noch am heutigen Freitag. Ja, und am Sonntag ändert sich nicht allzu viel. Im Nordosten eventuell mal etwas wolkiger. Später dann über den Bergen im Süden mal einige dickere Quellwolken, sodass es im Schwarzwald und im Alpenrand vielleicht mal einzelne Schauer oder Gewitter gibt. Aber auch ansonsten bleibt es in der Südhälfte oder im Süden verbreitet trocken. Und weiterhin dominiert ganz klar die Sonne. Die Temperaturunterschiede ändern sich im Vergleich zum Samstag kaum. Gucken wir dann nochmal auf zwei 14-Tage-Trends. Ich habe mich zum einen jetzt für Leverkusen entschieden, im Westen des Landes. Das sind noch die Berechnungen von gestern Abend. Heute, ihr kennt das schon, 10, 10.30 Uhr gibt es ein entsprechendes Update. Das Ganze findet ihr auch wie immer bei uns in den Infokarten. Nun, wir sehen auch in Leverkusen wahrscheinlich erstmal ein sonniger Wochenstart. Dann seht ihr aber an den Wettersymbolen, dass es durchaus unbeständiger werden könnte. Der Tiefdruckeinfluss von Westen, Südwesten her könnte zunehmen, sodass es dann häufiger mal nass wird. Aber wir sehen auch an den Temperaturen, der Zustrom relativ milder Luft bleibt wahrscheinlich erhalten. Insgesamt ist natürlich noch die Bandbreite relativ groß, was genau passiert. Aber die meisten Modelle gehen dahin, dass dann zumindest in der Westhälfte der Tiefdruckeinfluss zunehmen könnte. Gucken wir dann mal ganz in den Osten des Landes, nach Cottbus. Da ist das Ganze nämlich noch nicht so eingetütet. Da sehen wir auch erstmal noch an den Wettersymbolen, dass es unter Umständen erstmal noch trocken bleibt. Und da ist noch abzuwarten, ob sich dann von Westen her die feuchtere Luft mit dem Regen auch ganz im Osten durchsetzen wird. Aber das werden wir euch in den nächsten Tagen noch weiter verraten. Das war's von mir. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Macht's gut. Ciao, ciao.